Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich Amerikaner, weil es geht so schnell, nicht kompliziert und schmeckt wunderbar lecker. Und so sehen die aus. Die sind vielleicht nicht so ganz rund, weil die sind doch ein bisschen zusammengekommen. Manche doch etwas runder, aber ein bisschen auch bestreut für die Kinderaugen. Das schmeckt ihnen noch besser. Und den Teig ist wirklich so locker, so fluffig. Ihr könnt selber schauen, wie luftig ist es. Wirklich sehr, sehr lecker. Kann euch nur empfehlen, mal ausprobieren und das nachzubacken. Und außerdem geht es so, so schnell. Und wenn ihr Interesse habt, wie mache ich es, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Das Rezept geht wirklich sehr schnell, deswegen können wir gleich schon das Backofen anmachen zum Vorheizen. 170 Grad Umluft oder 190 Grad Ober-Unterhitze. Nehmen wir den Butter, geben wir da Zucker, dieses Salz, Vanillinaroma oder Vanillinzucker, so ungefähr ein Teelöffel. Und abgeriebene Schale von der Zitrone. Ich habe die schon heiß abgespült und abgetrocknet. Und danach brauchen wir auch den Saft von der Zitrone für den Zuckerguss. So reiben wir nur die Schale ab. Und werden wir es mal gut verrühren. Wenn die Butter mit Zucker verrührt sind, geben wir jede einzelne Ei und rühren wir ihn rein. So, und den zweiten. So, jetzt nehmen wir den Sieb und geben wir alle trockenen Zutaten rein. Mehl, Speisestärke und Backpulver. Und werden wir in zwei Portionen reinmachen. Die Hälfte von den trockenen Zutaten, die Hälfte von dem Milch. Verrühren und danach nochmal. Und das restliche. Und restliche Milch. So, der Teig ist fertig, jetzt brauchen wir nur ihn auf den Blech aufteilen. Und wie groß sollen eure Amerikaner sein, müsst ihr selber entscheiden. Ich habe mir jetzt den Blech vorbereitet mit so einer Dauerfolie. Dauerfolie habe ich trotzdem ein bisschen eingefettet. So, und ich nehme ein Eisportionier und werde aufteilen erstmal auf die 8 Stück, weil aus dieser Menge kommt eigentlich 8 große Amerikaner. Kann man mit 2 Löffel es machen, mit den Eisproportionierer. Es ist etwas einfacher, weil es ein bisschen so rund bleibt. Und ein bisschen Abstand halten, weil die gehen noch ein bisschen auseinander. Der restliche Teig einfach aufteilen. Ich habe doch 9 gemacht. Nachdem wir den Teig aufgeteilt haben, können wir mit der feuchten Hand noch ein bisschen die korrigieren, dass sie ein bisschen so glatter, ein bisschen drauf gehen, dass sie nicht so spitz nach oben gehen und die glatt formen. Etwas drücken. So, nachdem wir die fertig geformt haben, gehen die jetzt in den Backofen ungefähr so für 15 bis 20 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, nach 15 Minuten sind die auch fertig. Ich habe auch schon mit den Stäbchen probiert, alles gut. Jetzt lassen wir die richtig abkühlen. So, unsere Amerikaner ist schön abgekühlt und jetzt können wir Zuckerguss zubereiten. Dafür habe ich Puderzucker schon durchgesiebt und geben wir auch Zitronensaft. Dann können wir diese Zitrone, wo wir die Schale abgerieben, auch gleich nutzen.
nehmen Sie erstmal die Hälfte und dann wird er sehen, ob die noch die andere Hälfte braucht. Weil die Zitronen sind unterschiedliche Größe und das ist schwierig jetzt zu sagen, wie viel wir es brauchen. Es ist zu wenig. Jetzt kann man auch ein bisschen heißes Wasser dazugeben. Nehmen wir noch eine Hälfte, weil meine Zitrone ist wirklich sehr klein. So, ganz bisschen brauche ich noch und ich nehme einfach ein bisschen heißes Wasser. Nur ein kleiner Schluck, immer so tropfenweise am liebsten. Das dazu geben, dass nicht zu viel reinmachen, weil wir brauchen wirklich einen schönen dicken Guss, dass er uns nicht runterläuft. Deswegen jedes Mal nur tropfenweise dazugeben. So, wenn unser Guss richtig schön glatt ist, dann können wir schon unsere Amerikaner bearbeiten. Drehen wir die um und geben wir etwas von unserer Guss obendrauf. Wenn ihr Kinder am Tisch habt, könnt ihr sogar ein bisschen bunte Streusel drauf machen. Lassen wir die so jetzt fest werden. Ein Tipp ist, wenn die wollen nicht so richtig liegen und dass der Guss nicht runterfließt, kann man Glas oder so eine Schale geben und drauflegen. Dann wird es schön gerade und wird nicht runterfließen. Wenn ihr so eine Gitter habt, dann liegen die auch sehr gut. So, erstmal bestreiche ich die alle mit dem Guss und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Schaut, was für so eine tolle Sachen hier haben wir uns gemacht zum Kaffee. Da freuen sie sich die Kinderaugen für sowas Buntes. Und das kann man wirklich zubereiten über ein ganzes Jahr lang. Ob das ist zum Fasching macht man nur die Karibbohnen oder zum Beispiel bald zum Oster, kann man die auch schön dekorieren mit Hase oder kleinen Möhrchen oder auch so ein bisschen bunt machen. Es ist wirklich passt zu jeder Gelegenheit oder einfach so klassisch weiß. So, eine werden wir jetzt aber aufschneiden, weil ich möchte gerne euch zeigen, wie fluffig sind die. Schaut ihr, mein Messer geht von alleine da rein. So schön weich. Es muss noch trocken werden, es klebt noch ein bisschen Guss, aber so toll sieht es aus. Und wenn ich das so aufbreche, könnt ihr sehen. So toll sieht er aus. Richtig lecker. So, liebe Freunde, ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachbacken. Es geht ziemlich schnell und nicht kompliziert. Sogar könnt ihr eure Kinder mit euch zusammen machen. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.